Leute, wisst ihr, was das Allerbeste am Elbenwald-Festival war? Ich habe mir einfach 500 Tonnen Süßigkeiten dort gekauft und mitgenommen. Mega! Ja, und damit einen wundervollen Tag, meine lieben Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi-LP. Hallöchen, Leute. Falls ihr euch gerade fragt, was das hier für seltsame Schleier im Himmel sind, ja, ich und Dumbledore, das ist halt schon krass, würde ich mal sagen, weil ich mit dem begnadeten Albus Dumbledore zusammen Hogwarts mit neuen Schutzzaubern versehen habe. Warum auch immer. Er hat mir letzte Folge gesagt, dass es irgendwie gute Gründe hätte und damit nicht R gemeint ist, aber ja, er ist uns immer noch diese Gründe schuldig und vielleicht erfahren wir in der heutigen Folge, was seine Gedankengänge dabei waren. Wir werden aber wie immer mit einer anderen Aufgabe starten und zwar sind wir aktuell bei der Gnomaufgabe hängen geblieben und ja, müssen auch jetzt hier den guten Charlie treffen, der ebenfalls hängen geblieben ist, zumindest manchmal im Game. Aber nicht so sehr. Ich mag ihn eigentlich. Im Verhältnis zu anderen Charakteren geht er voll fit. Und ja, von daher, ab dafür, Leute. Let's go! Ja, wir suchen Charlie auf, weil er wohl Experte im Entgnomen ist und mir bei der Aktion helfen soll. Ich schau mal gerade, ob wir hier... Oh ja, das sieht mir sehr nach einem wild gewordenen Gnom aus. Eine absolute Kraterlandschaft hier bei Pflegemagischer Geschöpfe. Oh je, oh je. Daniel, gut, dass du hier bist. Ich habe den Gnom vom Klassenzimmer für pflegemagischer Geschöpfe bis hierher verfolgt. Diese Erdhaufen sind ganz frisch. Der Gnom muss ganz in der Nähe sein. Nach deiner Erzählung zu urteilen, ist dieser Gnom ziemlich schlau. Wir brauchen eine gute Strategie, um ihn herauszulocken. Wie möchtest du die Aufmerksamkeit des Gnoms erregen? Auf dem Boden stampfen, auf- und abspringen, tanzen. Leute, ihr wollt alle Daniel Granger tanzen sehen, seid ehrlich. Ich hab's, Charlie. Ich werde tanzen. Damit werde ich den wild gewordenen Gnom so sehr verwirren, dass du ihn dir mühelos schnappen kannst. Das ist eine ungewöhnliche Idee, aber ich kann es kaum erwarten, ihre Umsetzung zu erleben. Okay, Daniel, wenn du bereit bist, schnappe ich mir den wild gewordenen Gnom, sobald er sich zeigt. Lass uns den Gnom herauslocken. Startet die Musik, Leute. Schwingt die Hüften mit mir zusammen in 3, 2, 1 und jetzt. A hell a hit, hot a hit, a hannes du de hanna na 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 na. Bis gleich, Leute. So, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Schauen wir doch mal. Ich tanzen. Das nennt er tanzen, alles klar. Reicht aber offensichtlich. Ja, Charlie, so viel zum Thema Experte im Entgnomen. Das hätte ich selber auch hinbekommen. Mist. Tut mir leid, Daniel. Er ist mir entwischt. Dein Tanzen hat ihn an die Oberfläche gelockt, aber ich war nicht schnell genug. Glaubst du, der wild gewordene Gnom weiß, was wir vorhaben? Er ist schlauer als gedacht. Unser Plan war nicht gut genug. Ja. Schon in Ordnung, Charlie. Unser Plan war einfach nicht gut genug. Tanzen hätte mit jedem anderen Gnom funktioniert, aber dieser Gnom ist anders. Wir müssen uns einen schlaueren Plan ausdenken, um den Gnom zu erwischen. Sieht aus, als könnten wir uns diesen Gnom nicht mit bloßen Händen schnappen. Vielleicht hilft uns irgendein Zauber weiter. Ja, wir sind hier schließlich in der Wizarding World. Wir brauchen einen Zauber, der den Gnom bewegungsunfähig macht, damit wir ihn leichter transportieren können. Ich hab's! Professor McGonagall hat mir Gnom zu Gartenzwerg beigebracht. Das ist der perfekte Zauber für diese Situation. Tolle Idee, Daniel! Ich werde zum Klassenzimmer für Verwandlung gehen und den Zauber üben, bevor wir ihn einsetzen. Wisst ihr, was ich mich immer noch frage, Leute?
Was passiert denn eigentlich, wenn ich das 60. Kapitel abgeschlossen habe, Hogwarts hinter mir lasse, ein Leben außerhalb von Hogwarts beginne und immer noch diese Sidequests da sind? Weil ich kann ja nicht einfach jedes Mal nach Hogwarts gehen und so tun, als wäre ich wieder Schüler. Das muss ja irgendwie dann abgebrochen werden oder so. Oder die machen, also klar, das Spiel hat da hin und wieder ihre Kontinuitätsprobleme, aber so einen krassen Kontinuitätsfehler, das wäre schon echt ganz böse. Ich bin gespannt. Gnome zu Gartenzwerge lernen. Falls Sie etwas brauchen sollten, sollten Sie jetzt vorbeikommen, bevor meine nächste Stunde beginnt. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir das auch mal direkt. Mit dem Gnom anfreunden. Wenn du möchtest, dass dir dein Gnom hilft, musst du dich noch enger mit ihm anfreunden. Alles klar, Hagrid, danke für die Info. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ihr ahnt es schon, Leute. Denn wir gehen jetzt zu meinem Bruder, der blinde Vogel, der ja immer noch da rumchillt und einfach nichts gegen den Kampf gegen er geleistet hat. Oder für den Kampf geleistet hat. Und ich bin gespannt, wie sein aktueller Heilungsstand ist und ob er immer noch blind ist, vor allem. Ja, los geht's, Leute. Und da sind wir im Patientenzimmer vom St. Mungo Hospital. Alles klar. Wer ist da? Er ist noch blind, Leute. Ich bin es, Daniel. Ich wollte nachsehen, wie es dir geht. Daniel, meine Güte, bin ich froh, deine Stimme zu hören. Mad-Eye hat mir erzählt, was passiert ist, inklusive des Sturzes unseres Vaters von der Brücke. Er meinte, dass Vater den Sturz auf keinen Fall überlebt hat. Mad-Eye hat versprochen, Bescheid zu sagen, wenn die Auroren ihn finden. Ein Bein oder ein Arm oder die Hälfte seines Kopfes. Man weiß es noch nicht so ganz genau, wie sehr er auf dem Felsboden zerschmettert wurde und wie die Eingeweide da sich so verteilt haben. Aber eventuell können wir erkennen, dass es wirklich mal unser Vater war. Ich wollte es ihm nur genauer erklären, Leute. Man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Es kommt mir seltsam vor, dass er sich noch nicht bei uns gemeldet hat. Ja, in dem Zustand, sich bei seinen Kindern zu melden, ist halt äußerst schwer, Jacob. Glaubst du, wir sollten einige Worte für unseren Vater sagen? Trotz allem, was vorgefallen ist, war er immer noch unser Vater. Über deinen Vater aufregen, deinen Vater ehren, nichts sagen. Ich glaube, aufregen ist eine ganz gute Sache, weil er hätte sich das echt früher überlegen können und, ja. Und doch hat er immer uns gegenüber vorgezogen. Erst ganz zuletzt hat er ein kleines bisschen Einsicht gezeigt. Er war nicht der Vater, den ich von früher kannte, der mich dann irgendwie 6 Jahre im Stich gelassen hat. Nein, das war er nicht. Manchmal frage ich mich, ob er mehr hätte tun können. Das fragst du dich? Der war 6 Jahre lang einfach weg, um mit so irgendeinem Geheimclub irgendwelche coolen Abenteuer zu erleben. Während ich alleine in die Winkelgasse gehen musste. Und mich deswegen mit so Ottos wie Rowan angefreundet habe, also von seiner Seite angefreundet. Ich habe mich nie mit ihm angefreundet. Ehrenwort. Wir haben genug über unseren Vater geredet. Welche Neuigkeiten gibt es sonst noch? Weißt du, ich werde bald aus dem Krankenhaus entlassen. Die Heiler haben mich noch nicht völlig aufgegeben, aber ich glaube, es ist an der Zeit zu akzeptieren, dass ich blind bin. Ich weiß nicht so recht, wo ich leben soll und was ich tun werde, nachdem aufgelöst wurde. Darüber habe ich gerade mit Professor Dumbledore gesprochen. Ich weiß nicht so recht, was ich nach meinem Schulabschluss tun soll. Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, wo alles begonnen hat, bevor wir uns entscheiden, wie es weitergeht. Das ist eine weise und interessante Ansichtssache. Okay, Leute, dann wollen wir mal mit Jacob ein bisschen quatschen. Let's go. Gut, Jacob, dann erzähl mir mal, was so deine Pläne sind. Als Blinder wirst du wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt sein. Du könntest bei mir einziehen. Oder auch nicht. Ich habe leider noch nicht so konkrete Pläne. Wir schauen mal, Leute. Bis gleich. So, und damit haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Und zwar in... jetzt, genau. Hä? Oh nee, das war jetzt dumm. 3 umsonst ausgegeben. Naja, egal, Leute. Nochmal ein paar Münzen und einsammeln. Hat uns auf jedem Schritt Steine in den Weg gelegt, oder etwa nicht? Sogar noch bevor ich überhaupt wusste, dass sie etwas damit zu tun hatten.
Aber jetzt sind sie verschwunden. Professor Dumbledore hatte recht, als er meinte, dass wir uns jetzt auf unsere Heilung konzentrieren können. Er hatte schon immer gute Ratschläge. Sag mal, Daniel, gibt es irgendetwas aus deiner Zeit in Hogwarts, das du bedauerst? Jede Menge Dinge, überhaupt nichts. Ja, zum Beispiel, dass ich Penny noch nicht auf den Mund geküsst habe und immer noch keine 32 Kinder mit ihr habe. Jede Menge Dinge, Jacob. Ich glaube, ich würde vieles anders machen, wenn ich in Hogwarts neu anfangen könnte. Das geht mir genauso. Zum Beispiel würde ich nicht in die Nähe dieser verwunschenen Verliese gehen. Ich frage mich immer wieder, ob ich in dieser Lage wäre, wenn ich ein paar Dinge anders gemacht hätte. Wie dem auch sei, ich werde weiter nach einer Möglichkeit suchen, um Verukas Fluch zu brechen. Mach dir keine Sorgen um mich, Daniel. Alles in allem finde ich mich ganz gut zurecht. Worauf es jetzt für mich ankommt, ist, dass du nach Hogwarts zurückkehrst und den Abschluss machst, der mir leider nicht vergönnt war. Oh. Warne mich nächstes Mal, bevor du mich berührst, okay? Du hast mich erschreckt. Das werde ich. Und ich verspreche dir, dass ich meinen Abschluss machen werde, Jacob. Ich werde dich stolz machen. Das hast du jetzt schon. Oh Gott, es wird sentimental. Und jetzt ab mit dir zur Schule, bevor ich noch sentimentaler werde. Alles klar. Ich habe noch eine letzte Unterrichtsstunde mit Professor Snape. Eine letzte Unterrichtsstunde? Oh mein Gott, Leute! Das ist ja... Er hat gesagt, meine allerletzte Unterrichtsstunde. Für immer und ewig. Das ist die letzte Unterrichtsstunde nach über 1000 Folgen Hogwarts Mystery und über 5 Jahren Let's Play-Geschichte auf meinem Kanal. Nein, jetzt werde ich nicht... Nein, ich werde nicht sentimental. Nein, ich doch nicht, Leute. Es fühlt sich irgendwie komisch und weird an, obwohl dieses Spiel eigentlich sehr lost ist. Warum fühlt sich das denn so komisch an? Ja, wahrscheinlich wirklich all die Zeit, die wir damit jetzt verbinden und auch die ganze Zeit, die wir jetzt in dieses Let's Play gebuttert haben. Und mein ganzes Geld wohlgemerkt. Ja, also, nächste Folge dürfte dann dementsprechend auch eine äußerst sentimentale sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!